Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Far Cry 5. Ja, ich habe gerade das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder Far Cry 5 aufgenommen und habe gekonnt die Tonspur vergeigt. Dö. Also vertone ich gerade nach. Dafür habe ich euch aber die ersten 2 Minuten weggeschnitten, wo ich nur gelabert habe. Und ja, da kommt ja schon der Truthahn. Kuppel, kuppel. Ich finde den so süß. Der ist so gut gemacht. Und Boomer greift den einfach an. Kuppel, kuppel, Truthahn. Und das war's. Ja. Ja, böser Boomer. Aber wahrscheinlich hätte der Truthahn ansonsten mich angegriffen. Die Dinger können angeblich ganz schön aggressiv werden. So. Ja, ich habe euch weggestrichen, was ich am Anfang alles vorher laber, weil ich glaube, jetzt habe ich einfach genug Zeit, so im Hintergrund ein bisschen was zu erzählen. Während wir hier diese wunderschöne Quest machen mit dem Clutch Nixon, genau. Das habe ich übersprungen, weil das haben wir ja letztes Mal schon gehört. So, genau, rase durch die Kontrolltunnel, bevor der Wagen und dein Körper von den Flammen verschlungen werden. Und diese... Habe ich mir das wirklich nochmal komplett angehört? Nee, kann gerade sagen. Das ist eine extrem coole Sache, weil man genauso wie bei so normalen Rennen durch Checkpoints rast, aber die sind im Prinzip mit Wasser, um das Feuer am Wagen zu löschen, damit das nicht zu stark wird und man explodiert. Und das fand ich eine saucoole Idee. Das ist einfach... Gott, das ist Rock'n'Roll, ja. So, also ich habe das extrem genossen. Es hat richtig Spaß gemacht, hier durch die Gegend zu rasen. Ich habe es aber auch nicht gleich beim ersten Mal geschafft. Das kann ich schon mal spoilern. So, ja. Parallel kann ich euch ja mal erzählen, der Grund, warum ich so lange nicht Far Cry 5 aufgenommen habe, ist, ich hatte tatsächlich gar keine Lust auf Far Cry 5. Ich habe mal wieder super viel Dota gespielt und dann Stardew Valley eben. Ich bin neuerdings auf Twitch zu finden. So, und da habe ich es das erste Mal verbockt. Boah, shit happens. Ja, ich muss im Fahrzeug bleiben. Es geht halt nicht, wenn das Ding überschlägt. Nee, ja, also ich habe mit Twitch angefangen. Ich mache jetzt immer nachts um 0. Midnight Dota nenne ich das. Da spiele ich nachts um 0 Dota. Und manchmal sogar mit Facecam. Also wer sich immer noch für Dota interessiert, kann da gerne auch mal reinschauen. Die Review-Videos, die gibt's dann, also wenn man sich das nochmal angucken möchte, weil man nachts keine Zeit hat, die gibt's dann am nächsten Tag auf jeden Fall auf Twitch. Die gibt's nicht auf YouTube. Das hat einen relativ banalen Grund. Und zwar höre ich dabei Musik. Und, schaffe ich die Drehung noch? Tatsächlich. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja, doch, genau. Und dann wird es echt heiß. Da muss man sich nämlich ordentlich beeilen, weil jetzt sind die Flammen schon überall. So. Ja, reife Leistung, dass ich da noch am Überleben bin. Ja, also es gibt auf Twitch jetzt die Möglichkeit, du kannst Musik hören beim Stream und am nächsten Tag bei deinem Review bleibt die Musik auch einfach dabei. Ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Und bei YouTube kriegt man da halt Copyright Strikes und das ist halt nicht ganz ungefährlich. Schaffe ich die Drehung noch? Nein. An der Stelle bin ich mehrfach gescheitert. Die ist aber auch echt fies, diese Kurve. Vor allem, wenn du die mit voller Geschwindigkeit nehmen willst. Und wenn du sie nicht mit voller Geschwindigkeit nimmst, bist du eigentlich fast zu langsam für den Sprung. Also es ist schon, das war schon knifflig. Ja. Also deswegen, wie gesagt, finden sich die Dota-Videos. Die findet man auf Twitch, wenn man eben live dabei sein möchte. Umso schöner, wenn nicht am nächsten Tag oder direkt danach. Ne, irgendwie Twitch muss das ja noch ein bisschen konvertieren und dann ist es aber auch schon online. Ich glaube, es geht relativ zackig. So. Stardew Valley hingegen twitche ich ja momentan auch. Das ist mittwochs um 20 Uhr, das ist ein bisschen früher. Und die Videos wiederum, da höre ich keine Musik im Hintergrund, die landen auch auf YouTube, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Ja, da habe ich direkt am Anfang gepatzt und habe mich sehr, sehr, sehr darüber geärgert. So, ist eigentlich schade, dass man mich jetzt nicht fluchen hört. Immer wenn ich am Fluchen bin, nimmst du die Tonspur nicht auf. Vielleicht hat das einen Grund. Vielleicht sollte ich nicht fluchen beim Spielen und irgendjemand da oben möchte mir das sagen und lässt mich die Tonspur vergeigen, wenn ich fluche. Ja. Zu der Facecam muss ich noch sagen, dass ich mich das echt... Ich habe damit schon immer geliebäugelt, schon sehr, sehr lange Zeit. Ich habe aber hier nicht ganz so das passende Setup, weil ich ja liege und gammel beim Spielen und dann sieht man natürlich auch entsprechend blöd aus.
Mir fehlt momentan ein bisschen das Geld, um mir eine Zweitmöglichkeit zum Zocken am Schreibtisch einzurichten. Ich bräuchte dafür nämlich einen Ständer für mein Mikrofon, weil der jetzt hier steht, den kann ich nicht rausnehmen. Der ist unter dem Sofa eingeklemmt an der Ecke. Also wenn ich mal so ein paar Cent übrig habe, dann kaufe ich mir so ein Standding fürs Mikrofon und dann werde ich mich, glaube ich, auch mal an den PC, also an den Schreibtisch setzen. Das macht das Ganze dann vielleicht ein bisschen angenehmer. Ich habe schon festgestellt, so mit Facecam die ganze Zeit so schräg sitzen, dass man reingucken kann und nicht so komisch fläzt, sondern noch halbwegs gut aussieht. Das ist nicht ganz easy. Ja. Also ein anderer Grund, warum ich nie mit Facecam gestreamt oder aufgenommen habe, ist, ich bin schüchtern. Nein, also ich bin ein bisschen mollig und ich hatte immer so ein bisschen Bedenken, dass ich meine Internet-Community ist auch immer ein bisschen Hate-Community und ich war immer ein bisschen unsicher. Und da komme ich ins Ziel! Ins Ziel! Da-da-da-da! Ab ins Wasser! Ja. Ich fand das so cool, auch wenn ich das jetzt die ganze Zeit verlabert habe. Tut mir ja fast ein bisschen leid. Es ist jetzt fast mehr ein bisschen ein Vlog heute, ohne dass ich jetzt irgendwie in die Cam schaue, als dass es tatsächlich ein Let's Play ist. Und Feuertauf abgeschlossen. Voll schön. Ja, und dann habe ich jetzt natürlich auch noch einen neuen Wagen, den Uncle Sam. Und ja, und dann war ich ein bisschen verunsichert, was ich denn als nächstes machen möchte. Und dachte eigentlich, okay, ich gucke erstmal so ein bisschen rum und ich habe scheinbar schon super viel gemacht hier in der Gegend. Johns Region ist eigentlich schon fast am Ende und dann dachte ich, okay, Lamb of God, das ist wahrscheinlich eher so eine ordentliche Hauptquest, deswegen gehe ich wahrscheinlich eher dahin. So. Und ja, bin dann erstmal in die Nähe zum Armstrong-Haus gereist. Warum auch immer ich da Schwierigkeiten habe, das anzupeilen. Ach so, ja, das war auch noch ganz witzig. Ich habe angefangen, mit dem Controller zu spielen. Ihr werdet das noch merken, ne? So mit den Einblendungen. Und bin überhaupt nicht klargekommen mit dem Controller. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn da kaputt? Ich habe doch das letzte Mal auch mit dem Controller gespielt. So schwer kann das doch nicht sein. Und ja, und dann jetzt hier zum Beispiel. Ich wollte dann erst, habe mich erstmal orientieren müssen. Dann habe ich die Karte nicht gefunden auf Anhieb. Und ja, hier rechts unten seht ihr das A und B für Wegpunkt finden und zurück. Genau, und ich wusste auch nicht ganz, ob man die Kirche jetzt eigentlich befreit, ob man damit mit der redet oder so. Und bin hier total überfordert, was die Steuerung angeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mich dann auch schon wieder genervt. Das ist irgendwie, man hat nie seine Ruhe und die ganze Zeit fliegen irgendwelche Flugzeuge über einen. Und ich dachte einfach, okay, das mit den Flugzeugen ist zwar eine coole Sache, aber da kann man sich so super schlecht gegen wehren. Und ja, dann sehen sie einen wieder und dann ist man eigentlich schon fast tot. Und hier versuche ich jetzt verzweifelt herauszufinden, wie man rennt. Und ich finde es nicht raus. Ich schleiche hier so ein bisschen rum. Und hüpfe. Und wähle mein Ding aus. Und da bei dem Rad habe ich mich schon gewundert. Das sieht ja irgendwie komisch aus zum Auswählen. So. Also. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich in eine komplett falsche Richtung laufe, glaube ich. Ja, und jetzt habe ich rausgefunden, wie man rennt. Und fand das irgendwie super anstrengend, weil man muss halt den linken Ministick drücken und es ist irgendwie. Ich gedacht, das lag irgendwo anders oder ich habe es umgelegt. Also ich war super, super, super verwirrt. Ja, werde jetzt schon wieder angegriffen. Weiß gar nicht genau, woher. Da steht jemand im Haus. Du weißt ja auch nicht, wo der jetzt plötzlich herkommt. Und diese Waffe, die ich habe ich dann auch wieder gemerkt, die ist eigentlich irgendwie nervig. Die macht nicht ganz so das, was ich will. Also ich war mal wieder sehr, sehr überfordert. Der ist auch ordentlich auf Bliss oder sowas, ne? Mit dieser grünen Wolke drumherum. Ich glaube, das zeigt das immer so ein bisschen an. So. Und dann greift mich von hinten noch welche an und ja, da bin ich schon fast wieder am Sterben. Heiliges Feuer. Das Maschinenfeuer, ja. Dann schießt es von oben noch.
Mit dem Ding kann ich natürlich gegen Luftwaffe überhaupt nichts ausrichten. Und ja, ich wusste ja nicht so ganz genau, wie ich aus der Situation rauskomme und habe auch beschlossen, dass ich eigentlich dass ich eigentlich gerne erstmal noch eine bessere Waffe hätte als die, die ich habe. Und habe beschlossen, ich gehe erstmal zu einem Waffenshop und tausche die ein. Weil einfach dieses Rückstoßding, das ist zwar relativ fancy, aber irgendwie so eine... Also erstmal nützt es mir nichts gegen Luftwaffe und dann wäre halt so eine Schrotflinte schon nochmal geil im Vergleich zu der Rifle, die ich habe und der Pistol. Und habe beschlossen, dass ich nochmal shoppen gehe. So, ja. Und da habe ich schon wieder das Falsche gedrückt, weil ich immer den rechts hinten drücken wollte zum Rennen. Ich glaube, bei Assassin's Creed ist das so. Mach mal Platz, ich will einkaufen. So. Einkaufen. Genau. So. Und dann sollte ich jetzt eigentlich erstmal zu den Waffen gehen. Warum auch immer ich da jetzt gerade noch ewig über Kleidung lege. Ich glaube, ich überlege und erkläre gerade, warum ich jetzt eine neue Waffe brauche. Ah nein, hier. Habt ihr es gesehen, rechts unten? An der Stelle habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit mit dem Controller gespielt habe, obwohl ich ja eigentlich beschlossen hatte, dass ich Far Cry mit Maus und Tastatur spiele. Und dann habe ich geswitcht zu Maus und Tastatur und war über glücklich, dass ich das rausgefunden habe. Weil es einfach, klar, auf dem Sofa liegen mit dem Controller ist deutlich angenehmer, aber ein Shooter mit Controller, das ergibt einfach keinen Sinn. Also das ist klar, dass das so scheiße läuft. Ja. Also, und dann habe ich die Schrotflinte rübergenommen und habe erstmal beschlossen, dass ich die noch ein bisschen pimpe. Jetzt nicht mit dem Visier, auch wenn das Visier das schon besser macht. Aber ich wollte ein größeres Magazin, weil ich irgendwie immer super oft out of Muni bin. Also habe ich ein Magazin noch dazu gekauft. Ja, und jetzt mit Maus und Tastatur, ab jetzt wird es besser laufen. Das war jetzt zu dem Autorennen zum Beispiel, war das total cool mit dem Controller. Da habe ich das auch gar nicht gemerkt. Aber so zum Schießen und weiterspielen, ja, ist halt einfach Maus und Tastatur deutlich, deutlich chilliger. Und ja, so. Dann noch ein bisschen Munition und dann geht's eigentlich auch wieder zurück. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo hier die Karte ist, aber das ist eigentlich relativ intuitiv auf Tab. So. Und dann reise ich da nochmal in die Nähe. Sehr schön. Ja, cool. So, ja, aber wie gesagt, was ich zur Facecam noch sagen wollte, ich habe mich das am Anfang echt nicht getraut irgendwie. Ich hatte so ein bisschen Angst vor Hate. Aber bisher ist mir noch gar kein Hate entgegengeschlagen. Das ist total toll. Also zumindest die Community, die ich irgendwie anziehe, ist super nett und super sympathisch. Und das kann ich an der Stelle auch mal sagen. Ich mag und traue euch allen. Also... Vertraue euch insofern, dass ihr sagt, okay, ich kann jetzt nur Facecam benutzen und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand von den 250 Abonnenten, die da rumhängt, mir da jetzt irgendwelche Hate-Kommentare schreibt. Und das ist voll schön. Also, das freut mich. Das freut mich wirklich, ja. Also, und deswegen, wie gesagt, bei Stardew kann man mir jetzt mal winken, wer das denn möchte, wenn man wissen möchte, wie ich aussehe. Und ob ich jetzt mal vlogge oder, keine Ahnung, irgendwas so in die Richtung mache, das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Weil ich erzähle ja so auch immer wieder mehr als genug beim Spielen über mich, über das Spiel. Und da brauche ich vielleicht keinen extra Vlog, aber vielleicht habe ich mal Bock drauf, dann probiere ich das mal aus. Man kann ja auch im hohen Alter mal neue Sachen ausprobieren, ne? So, hier habe ich jetzt mal wegen Vorurteilen überlegt. Gibt halt so viel, was wirklich praktisch wäre, ne? Und schlussendlich, dadurch, dass ich ja immer so wenig Munition hatte, fand ich die Idee mit mehr Munition eigentlich ziemlich gut. Boomer hätte man auch noch verbessern können, aber ja, Boomer ist total toll, aber wirklich der Wahnsinn ist ja auch nicht. Also weiß ich gar nicht, ob ich bei Boomer bleibe. Dann muss ich ihn auch nicht unbedingt verbessern. Ne? Also. Ja, ich bin da lange, lange am Überlegen. Geist ist halt auch cool. Ich bin ja so jemand, der gerne schleicht und der nicht unbedingt immer haut drauf und mit der Maschinengewehr alles kaputt macht. So.
Also habe ich mir da echt schwer getan. Ach, und ich wollte auf jeden Fall die Autoreparatur nehmen. Das ist mir aufgefallen, dass ich beim Fahren halt gerade so nicht jetzt die Quest mit dem, den Checkpoints von eben, sondern die in der Folge davor, wo ich dann ja auch wieder mit dem Auto. Es gibt ja super viele Autoquests und meine Autos gehen so schnell kaputt, weil ich so schlecht fahre. Und deshalb habe ich dann einfach gedacht, okay, ich nehme erstmal die Autoreparatur. Jetzt habe ich ja ein höheres Magazin, brauche vielleicht nicht mehr Munition. Und ja, und dann habe ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich den Gesundheitsboost erst hinterher gesehen habe, dass ich davon hätte noch einen nehmen können. Aber das geht auch nächstes Mal. So, und hier läuft es direkt mit dem Rennen durch das an im Schleichmodus. Und ich schleiche mich jetzt an die Kirche an, weil ich mir nämlich nicht ganz sicher bin, ob die Kirche besetzt ist oder ob ich da einfach jemanden treffen soll, dem ich helfen soll. Jetzt versuche ich noch rauszufinden, wo mein Fernglas ist. Wo ist das Fernglas? Such das Fernglas. Na, Lumi? Nein, das ist die Pistole. Da ist das Fernglas. Sehr schön. Und wir sehen Gegner. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall vorsichtig daran pirschen. Und leider liegt diese Kirche ja so ein bisschen erhöht. Es ist immer cool, wenn man sich von so Sachen anpirschen kann und selber leicht erhöht wird. Dann hat man nämlich einfach eine bessere Übersicht. Also versuche ich erstmal einen höheren Punkt zu finden, aber auf der Seite ist das ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gedacht, ich gehe einfach mal außen rum. Wir gucken mal, von welcher Seite es am besten ist. Und die kämpfen schon wieder. Und das ist auch so eine Sache. Das ist so merkwürdig, wenn man sich irgendwo anpirschen will. Und da wird bereits gekämpft, ne? Also, ich weiß auch, also bei manchen Sachen weiß ich auch gar nicht so richtig, warum, wenn dann Autos vorbeifahren und da gekämpft wird. Und dann, ja, ist ja schön, eine belebte Spielwelt zu haben, aber. Ja, und da habe ich überlegt, ob ich hier einfach einsteige, aber dann dachte ich, okay, vielleicht bemerken sie mich. Ja, und fällt mir jetzt so langsam auf, dass sie ja nur nach oben schießen zu diesem Kirchturm und die ja die Kirche irgendwie besetzen wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist mein Kontaktmann, beziehungsweise in dem Fall meine Kontaktfrau, oben. Da oben im Kirchturm. Und ich sollte vielleicht einfach versuchen, an den Kirchturm zu kommen, um dann mit ihr zu reden. Das habe ich aber offensichtlich noch nicht an der Stelle gemerkt. Ach, es ärgert mich so, wenn ich eine Tonspur vergeige. So im Nachhinein zu erzählen, ist vielleicht echt albern. Aber da immerhin rede ich dafür wahrscheinlich deutlich mehr. Was vielleicht auch wieder ätzend ist. So, jetzt ist sie da oben gestorben. Und ich dachte, das ist wirklich die beste Idee, dahin zu rennen. Und pirsche mich jetzt hier durch das hohe Gras und durch die schönen Blumen nach hinten an. Und ich finde es übrigens toll, wie diese Blumen so nach unten einknicken, wenn man da durchläuft. Also die Spielegrafik wird einfach immer besser und immer schöner und ich brauche unbedingt mal einen 4K-Monitor. Der kommt dann aber erst nach dem Ständer fürs Mikro, für den Schreibtisch und noch einem Licht für die Facecam. Also einiges an finanziellen Sachen noch da für mein neues Hobby. Also was heißt neues Hobby? Altes Hobby neu aufgemacht. So, und jetzt versuche ich mich hier so ein bisschen rechts hinten ran zu pirschen, ohne dass sie mich sehen, um auf die Kirche zu kommen. Ihr seht gleich, ob mir das gelingt oder nicht. Schleichlumi. So. Hey, up here. I need your help. Sehr gut. I'm not going nowhere, motherfuckers. Nur hier die Chris Armstrong. Und die beleben wir natürlich wieder. Und es steht auf zum Reden. Name's Grace. Got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The piggies are trying to defile them. They're trying to erase our history, demoralize us, get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. So, wir verfolgen das natürlich. Check southeast. Und dürfen jetzt hier mal unsere Scharfschützen
Qualis austesten. Mit ein paar netten Headshots. Wobei ich auch ein bisschen aus der Übung war, aber es lief gar nicht so schlecht, finde ich. Jack. Muss ja auch nicht immer ein Headshot sein, kann ja auch ein Hardshot sein quasi. So. Und da ist mir aufgefallen, dass ich nichts zu meilen dabei habe, was ein bisschen uncool ist. Aber gut. So, vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr Deckung nehmen. Genau. Ja, und dann fordert sie uns auf, dass wir da runtergehen und ich habe fast kein Leben mehr. Uncool. Ich habe schon gedacht, okay, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr und oh, jetzt ist noch einer hier oben, der uns irgendwie nicht so wirklich sieht. Und das war's schon. Oh, ich habe mein Erste-Hilfe-Set aufgehoben. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Ja, und Grace ist weg. Ja, machen wir hier mal nochmal ein bisschen Tabula Rasa. Damit wir gleich uns Ruhe haben. Ja, und Grace? Wo ist Grace? Grace ist da unten. Wie auch immer die so schnell da runtergekommen ist. Während ich hier noch über den Zaun kraxel. Zaun, Quatsch, übers Dach. So. Ja, natürlich, Grace. Ich owe you. Not a lot of people would have stuck their neck out like that. Means a lot to me. So, und da werden wir unterbrochen. Das nervt mich manchmal auch. Es ist ja echt cool, dass diese Welt so belebt ist. Da stand ja doch, was mache ich denn? Aber dass man ständig unterbrochen wird irgendwo, wenn man irgendwas macht, weil man angeschossen wird, ist halt schon so ein bisschen... naja. So. So, die ist im Konflikt, die ist noch am Kämpfen, die können wir nicht ansprechen. So, jetzt aber. Dankeschön. Sehr schön. Oh, und damit haben wir auch Grace unter Beschuss abgeschlossen. Und ich war jetzt hier noch ein bisschen am Looten, um meine Munition wieder aufzufüllen. So. Und die haben wir jetzt in der Helferauswahl. Wahrscheinlich können wir sie gegen Boomer eintauschen. Boomer gegen sie eintauschen. Ja, und so eine Scharfschützin, ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, die anstelle von Boomer zu nehmen. Das würde ich mir dann noch überlegen. Abbitte an Gott. Herr, vergib mir. Seit 32 Jahren versuche ich dir zu dienen, dein Haus zu schützen und mit deiner Hilfe andere zu unterweisen. Es scheint, als könnte ich das nun nicht mehr. Die Leute von Eden's Gate wollen mir die Kirche wegnehmen. Sie sagen, sie würden dein Werk tun, doch mit ihren Mitteln bin ich nicht einverstanden. Sie deuten das Wort Gottes falsch. Für mich gibt es hier nichts mehr. Die Kirchenbänke sind leer, die Kerzen brennen nicht mehr. Ich bin zu alt und gebrechlich, um diesen Irrsinn aufzuhalten. Dein Haus aufzugeben beschämt mich zutiefst, doch leider habe ich keine andere Wahl. Vater Brian. Ja, das wird vom Paps von der anderen sein. Wobei ich es auch echt witzig finde, dass sie Paps sagt. das klingt so deutsch, ja. Gut, und dann habe ich versucht noch ein bisschen, habe mich in der Kirche noch ein bisschen umgesehen. Da werde ich euch jetzt, glaube ich, auch ein bisschen was wegschneiden, weil das war... Ist echt hübsch, aber war echt nicht spannend. Ich habe auch nichts Spannendes gefunden. Ja, nächstes Mal werde ich weitermachen mit den Quests entsprechend. Wie gesagt, wer Bock hat, gerne auf Twitch mal vorbeischauen. Sonntags, montags, dienstags und donnerstags, glaube ich, um 0. Aber eben, wie gesagt, das Review gibt es auch auf jeden Fall immer da. Und Stardew Valley könnt ihr auch hier auf YouTube gucken oder halt eben mal vorbeischauen und winken. Mittwochs um 20 Uhr. Ja, freue mich über jeden, der mal Hallo sagt, aber wenn nicht, nehme ich euch das natürlich auch nicht übel, wie immer. Und dann verabschiede ich mich einfach an der Stelle und wünsche euch wie immer alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!